Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerggnome, Hobbits und Eckgnome, zu einem neuen Part Pokémon Schwert. Und da habe ich mich schon in der Begrüßung überschlagen. Ja, auf geht's. Weiter im Abenteuer. Der Hob, der wartet schon auf uns am Bahnhof. Der will mit uns weiterreisen. Auf ins Arena Challenge Abenteuer. Ja, auf geht's. Haben wir eine kleine Pause gemacht im Pokémon Center. Jetzt geht's ja von Grassbury, vom Grassbury Bahnhof aus auf in die weite große Welt. So schaut's aus. Hier haben wir ihn schon im Bahnhof. Und Zwergfürst, wie viele Pokémon hast du bisher gefangen? Ich habe mir gerade ein richtig gutes geschnappt. Das wird mein neues Ass im Ärmel. Und wie viele neue Pokémon hast du? Ah, eins. Dann sind wir ja gleich auf, Rivale. Du hältst TM40 Sternschauer. Du verstaust das Item in der TM-Tasche. Sternschauer. Verschießt sternförmige Strahlen, die stets treffen auf gegnerische Pokémon. Aha. Gut, dass uns sogar erklärt wird, was das für eine TM ist. Was da drin ist in dieser Attacke. Sehr schön. Finde ich nicht schlecht. Hier, nimm das. Das ist deine TM. Und da kannst du dem Pokémon ruckzuck eine neue Attacke beibringen. Und sie kann sie oft, so oft einsetzen, wie du willst. Diese TM hier habe ich übrigens mal von Delion geschenkt bekommen. Sie enthält die Attacke Stern schon mal. So, jetzt wollen wir uns aber auf den Weg machen nach Engine City, wo die Eröffnungszeremonie der Arena Challenge stattfindet. Wir fahren am besten direkt mit dem Zug hin. Los geht's! Tschuf, 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 die Eisenbahn. Tschu, tschu. So sieht's aus. Moment, ihr beiden. Oh, zwei Mütter. Ach du Schande. Mom, was machst du denn hier? Also, du und Chimpap von Delion. Als du Chimpap von Delion geschenkt bekommen hast, dachte ich mir schon, dass du bald auf Reisen gehen würdest. Professor Magnolica hat uns verraten, dass ihr von hier aus den Zug nehmen wollt. Hier, das haben wir euch für eure lange Reise mitgebracht. Das sind Camping-Sets. Du erhältst von deiner Mutter ein Camping-Set. Du verstaust das Item in der Basis-Items-Tasche. Camping-Set. Mit diesem Set ist es möglich, in der Naturzone sowie an anderen bestimmten Orten ein Zelt aufzuschlagen und dort zu kochen. Aha, das klingt interessant. Mit euren Partner-Pokémon an eurer Seite gibt es nichts, wovor ihr Angst haben müsst. Danke, Mom. Freu dich schon mal auf den Tag, an dem ich als nächster Champ zurückkommen werde. Dann sind deine Kinder beide echte Champs. Stell dir das nur mal vor. Das gab's noch nie. Wenn du das sagst, Hop, dann kann ich euch nur noch eine gute Reise wünschen. Ja, bis bald, Mama. Ich mach mich dann mal auf den Weg. Okay, dann mal los. Ab jetzt treffen wir bestimmt an jeder Ecke richtig starke Trainer und noch stärkere Pokémon. Ich habe das Gefühl, jetzt geht's los. So richtig geht's jetzt los. Komm, brech mir auf, Zwergfürst. Dann geht's auf in die Gunner-Bahn, die auch die Deutsche Bahn sein könnte. So viel Verspätung, wie sie hat. Rund um Engine City versteckt sich die Naturzone. Verstreckt sich. Die Naturzone ist total cool. Da streifen die verschiedenen Pokémon umher. Außerdem kann man dort auch campen, angeln und. Total aufregend. Yahoo! Der Hob, der freut sich schon. Aha, da wären wir also. Entschuldigung. Sie sind doch der Bahnhofsvorsteher, oder? Wir wollten eigentlich nach Engine City. Warum halten wir jetzt am Naturzonenbahnhof? Tut mir leid, Junge. Ein Herdewolli blockiert gerade die Gleise. Typisch Deutsche Bahn. Ja, wieder mal Menschen auf der Straße, auf den Schienen. Menschen auf den Schienen. Es ist wirklich, habe ich das schon mal in irgendeinem Part erzählt. Ich bin ja früher regelmäßig mit der Bahn gependelt. Das ist
Mittlerweile nicht mehr, aber ich habe da schon abenteuerlichste Sachen erzählt. Ich will jetzt nicht zu oft abschweifen, aber Deutsche Bahn. Es ist, wie oft da Sachen vorliegen, das gibt es auch nur in Deutschland. Scheinbar hier auch in Ghana, aber ja. Die haben sich hier was von der Deutschen Bahn abgekupfert. Hier ist also leider erstmal Endstation. Verstehe. Glück im Unglück, würde ich sagen. Glück im Unglück. Die Naturzone ist riesengroß. Da kann man die unterschiedlichen Pokémon fangen. Du weißt, was das heißt. Oder Zwangfrust. Genau. Wenn man sich irgendwo das allerbeste Team der Welt zusammenstellen kann, dann hier. Der rennt schon mal vor. Ja. Der hat's immer so eilig. Okay, ich schaue mich erstmal um und spreche mal mit den Leuten. Na nun, sag mal, kann es sein, dass du kürzlich mit einem bestimmten Evoli auf Reisen warst? Woher weißt du das? Der hat doch bestimmt meine Switch ausgelesen, oder was? Ich wusste es, du hast mit einem Evoli als Partner ein Let's Go Abenteuer bestritten, oder? Mr. NSA, ich hoffe, du nimmst auch dieses Evoli mit auf dein Abenteuer. Und wenn ich Pokémon Let's Go Pikachu gespielt hätte, würde ich dann Pikachu kriegen? Bestimmt. Ist das nice? Hat das Spiel? Das befindet sich auf der Switch. Guck mal, Let's Go Evo, die hat sich auf der Switch befunden. Hat das Spiel gerade erkannt, dass ich vorher Pokémon Let's Go Evo gespielt habe, dass diese Karte auf meiner Switch installiert war? Kriege ich jetzt nur deswegen das Evoli? Wenn ich gar nichts davon gespielt habe, wenn ich jetzt nicht Let's Go Pikachu gespielt hätte, ist das jetzt nur Zufall oder? Ich bin sehr perplex gerade. Genau, ein Evoli. Na, das ist doch. Das macht mich jetzt fertig. Der hat gerade gesagt, hast du Let's Go Evoli gespielt, als ob das Spiel das kann. Ich meine, ja, das ist im technischen Sinne machbar, aber das ist Pokémon Schwert und Schild. Das ist, also, ich meine. Ja, okay. Von mir aus. Wir können nicht alle Pokémon in das Spiel reinporten. Wir können nicht dies, wir können nicht das, aber wir können das Spiel in Autosave machen lassen. Wir können das Spiel deine Switch auslesen lassen und das erkennen lassen, ob du das Spiel gespielt hast, welches Spiel du gespielt hast und. Ja, okay, ja, man muss ja Prioritäten setzen. Evoli. Nummer 196. 196? Ah, ja, wie auch immer. Es ist imstande, seinen Körper perfekt an die jeweilige Umgebung anzupassen. Möchtest du dem Evoli einen Spitznamen geben? Eigentlich müsste ich sie als Blacky nennen, aber wir haben schon den Blacky im Team. Also, das wäre jetzt eigentlich das Blacky aus Let's Go Evoli. Das wäre jetzt eine kleine Erinnerung an die guten alten Zeiten. Ich habe das jetzt einfach Kanto genannt. Warum nicht? Wir haben Evoli im Team, na, das ist doch gut. Das Evoli, das ich dir gegeben habe, ist was ganz Besonderes. Versuche es mal zu deinem Maxieren. Das macht mich jetzt wirklich fertig. Das muss noch herausfinden. Kann das so sein? Das ist, ja. Ist logisch, aber. Okay. Was für eine Überraschung. Nanu, sag mal, kann es sein, dass du kürzlich ein bestimmtes
mit einem bestimmten Pikachu auf Reise warst? Okay. Nee, da muss ich mich geirrt haben. Schon gut, vielleicht ist das... Ah, okay, doch. Ich dachte, es wollte mir jetzt ein Pikachu schenken. Ah, also wenn ich Pikachu gespielt hätte, würde mir die ein Pikachu schenken, die mit den gelben Haaren und die mit der mit den braunen Haaren ein Evoli. Also, je nachdem, welche Edition ich gespielt habe, sagt der dann halt, nee, ich habe mich geirrt. Sehr cool. Und du so, willst du mir auch irgendwas Sensationelles schenken? Meine Kinder geben Trainern, die ein Let's Go Abenteuer bestritten haben, ein Geschenk. Aber was ist ein Let's Go Abenteuer überhaupt? Weißt du das zufällig? Nein, keine Ahnung, was das wohl ist. Das ist, also wenn der das schon sagt, meine Kinder geben den Leuten die ein Let's Go Abenteuer. Das ist wirklich so, das ist doch genial. Eine kleine Belohnung für die, die das Spiel gespielt haben. Und nicht mit Pokémon Schwert und Schild anfangen. Je weiter du in der Natur zum... Ja, ich kann mit auch nicht reden. Also wie immer. Je weiter du in der Naturzone vordringst, desto stärker werden die Pokémon, denen du dort begegnest. Wenn du im Kampf Schwierigkeiten hast, dann benutzt einfach die Pokepuppe. Du hast 5 Pokepuppen. Verstaust sie in der Kampftasche. Eine hübsche Puppe, sie ermöglicht die Flucht im Kampf gegen wilde Pokémon. Egal wie stark ein Pokémon ist, wenn du bei der Arena-Challenge immer weiter Fortschritte machst und Ohren sammelst, wirst du es irgendwann fangen können. Da seht ihr auch mal, dass das Spiel Blindspieler, also dass das komplett Blindspieler, also dass mich vorher wirklich nicht spoilern lasse. Sonst würde mich sowas nicht so überraschen. Das Spiel hat mich bisher, das hat mich an verschiedenen Enden schon überrascht. Also das ist also, ich habe mir vielleicht im Vorhinein zu viele Kritiken durchgelesen. Ah, jetzt kann ich zurückfahren, alles klar. Ich habe mir vielleicht zu viele schlechte Kritiken durchgelesen. In denen gesagt wurde, oh, das Spiel ist scheiße, das Spiel sollte man nicht kaufen. Also bisher... Also ich will noch kein Fazit ziehen nach dem 5. Part, jetzt im 6. Part. Aber bisher ist der erste Eindruck hier durchaus nicht scheiße. Pokebälle braucht man nicht, haben wir. Tränke haben auch noch ein paar dabei. Naja, kann auch nicht schaden, wenn wir noch ein paar kaufen. So. Kleber auch noch mit dabei. Ja. Alles klar, dann brechen wir mal auf. So, ab in die Naturzone. Ja, das ist ein Gebiet, da freue ich mich auch schon drauf. Die Naturzone. Da habe ich auch schon viel Schlechtes drüber gehört, aber ja. Also mir ist an solchen Spielen eigentlich immer der Spielspaß das Wichtigste. Ob da irgendwelche Animationen und Grafiken Hintergrund nicht ganz so gut gelaufen sind oder wie auch immer. Ja, also mir ist der Spielspaß am wichtigsten. Soll ich deine Pokémon wieder fit machen? Nicht wirklich nötig, aber von mir aus, wenn du schon da bist. Dann viel Glück in der Naturzone. Also bisher, ja, bisher überwiegt der Spielspaß wirklich. Also es gibt ab und zu mal auch die Charaktere, wo wir gerade da sind. Hopp zum Beispiel, die sind schon dolle nervig ab und zu mal, aber ja gut. Das Spiel hat mich bisher nur positiv überrascht. Also das ist war bisher noch nichts, was ich wirklich als schlecht anfeuern würde. Das ist, muss ich wirklich so sagen. Das ist meine Meinung. Schau mal! Die Naturzone. Kannst du die Stadt da hinten sehen? Das ist Engine City. Ist noch ein ganz schönes Stück bis dahin. Wie viele Pokémon wir wohl entdecken werden, bevor wir die Stadt erreichen? Wahrscheinlich so einige. Hey, das ist der Sania. Meine Oma hat mir vorhin ziemlich die Meinung gegeigt. Nimm dein Beispiel an den beiden. Hat sie gesagt. Voller Tatendrang gehen sie auf die Reisen.
Und was stellst du dir, und was stellst du mit deinem Leben an? Das hat die Professorin gesagt. Ja, aber macht euch deshalb keinen Kopf, das ist mein Problem. Das Pokémon, dem ihr im Wald begegnet seid, geht mir echt nicht aus dem Kopf. Ich könnte versuchen, die Sache ein wenig auf den Grund zu gehen. Vielleicht sieht mich Oma ja eines Tages in einem anderen Licht, wenn ich etwas herausfinde. Als Erwachsener hat man es echt nicht leicht, wie es aussieht. Wie gesagt, macht euch deshalb keinen Kopf. So komme ich wenigstens ein bisschen an die frische Luft. Das ist eine gute Gelegenheit, um mal wieder zu angeln und zu campen. So, ich gehe jetzt erstmal den rot leuchtenden Pokémon-Nester ab und kämpfe gegen ein paar Dynamax-Pokémon. Ein weiteres Kapitel in der Legende von Hoop beginnt. Na, dann hau mal ab, Hoop. Ich hoffe, Hoop weiß, worauf er sich da einlässt. Um gegen Pokémon von dieser Größenordnung zu gewinnen, muss man auf jeden Fall selbst eine Pokémon dynamaxieren. Vergiss das nicht. Ja, ich habe ein Evoli mit dabei. Es ist noch nicht wirklich trainiert, aber können wir ja eine Naturzone machen. Können wir ein bisschen trainieren. Naturzone findest du hier und da Stellen, an denen ein rotes Licht aus dem Boden dringt. Dort halten sich Dynamax-Pokémon auf. Aber bevor du deine Nase in eins dieser Löcher steckst, solltest du absolut sicher sein, dass du auch wirklich bereit bist. So und so. Zum Abschluss bekommst du jetzt noch etwas Tolles von mir geschenkt. Pokémon-Box erhalten. Ja, das hat man davon, wenn man wartet. Du hältst deine Pokémon-Box. Du verstaust das Item in der Basis-Items-Tasche. Die Pokémon-Box ermöglicht dir jederzeit Zugriff auf die PC-Boxen, Pokémon-Center, um Pokémon abzulegen oder ein Team aufzunehmen. Ah, da ist die Neuerung aus Pokémon Let's Go Evoli, die ich vermisst habe. Ja, das ist wirklich sinnvoll. Ich weiß doch, was das ist. Ich habe Pokémon Let's Go Evoli gespielt. Das ist eine Pokémon-Box. Damit kannst du Pokémon lagern und sie bei Bedarf wieder in dein Team aufnehmen. Praktisch, oder? Sehr praktisch. Das war, wie gesagt, eins der besten Neuerungen Pokémon Let's Go Evoli, meiner Meinung nach. Das habe ich wirklich gemocht. Schnapp dir so viele Pokémon, wie du kannst und fülle deinen Pokédex. Und jetzt ab in die Naturzone mit dir. Das Abenteuer ruft. Der Berg ruft. Es sind zwar keine Berge hier, aber ja. Noch ein paar Schwenks durch die Natur. So, und auf geht's. Ich speichere mal kurz zwischen. Das kann nicht schaden. Ist nicht grundverkehrt. Sollen wir jetzt ein Evoli im Team? Sekunde. Ich wollte schon losrennen. Kanto im Team. Level 10. Oh, so schlecht. So unterlevelt ist das gar nicht. Was sind denn deine Attacken? Item? Nein. Maximieren. Okay. Ach, Mordes kann auch maximiert werden. Verstehe nicht. Aha. Ich wollte eigentlich nur die Attacken von Kanto anschauen. Na gut, werden wir wohl im Kampf sehen. Die wollte ich mal bewegen, Pokémon bewegen. So, hier auf den dritten Platz. Ja, dann kommt Evoli erstmal mit uns mit. So sieht's aus. Ab ins hohe Gras. Hier sehe ich doch ein paar glitzernde Steinchen hier. Gashonig. Süß duftender Honig, den Pokémon gesammelt haben. Er ist von geringem Wert. Naja, kann man schön verspeisen. Eine Notiz. Die großen Pokémon, die in der Naturzone herumstreuen, sind äußerst stark. Wenn du im Kampf feststellst, dass du nicht gewinnen kannst, dann nimm rasch die Beine in die Hand und versuch zu fliehen. Ja, hier haben wir ein riesig großes Onix. Dann wagen wir uns gleich mal in den Kampf gegen Onix. Ich hoffe, es ist nicht zu mega stark. Blacky ist momentan noch mein schwächstes Pokémon. Level 26. Heiliger. Heiliger, Peter. Ich flieh mal lieber. Flucht gescheitert. Ach du Schande.
Ja gut. Wollen wir nicht mal versuchen. Das ist 26, das ist. Da kann Blacky mit Level 5. Vergiss es. Ich verdünnisiere mich. Du findest eine Notiz. Die KP deiner Pokémon wären aufgefüllt, wenn du im Camp für sie kochst. Auch die AP, die sie benötigen, um die Attacken aufzufüllen, werden wieder hergestellt. Ja, selbst kampfunfähige Pokémon werden mit dem leckeren Curry wieder munter. Also füttere fleißig an Beerenbäumen und sammle ganz viele Beeren. Beerenbäume sind das besagte Bäume in der Naturzone. Eine Amrena-Beere, eine Sinnelbeere und eine Pfizif-Beere purzeln herunter. Weiterschütteln? Ja, da kommen mehr Beeren. Ist was vom Baum gefallen? Weiterschütteln. Oh, ein Pokémon. Ein wildes Raffel. Und das können wir besiegen. Hey, Schönchen. Hey, Schönchen. Das wird ein Running Gag von diesem... Running Gag, ganz deutsch. So ein Running Gag von diesem Let's Play. Level 9, ja, das geht noch. Da können wir gegen kämpfen, das ist realistisch. Na gut, jetzt nicht mit Blacky, das ist jetzt nicht so erfolgsgekrönt, aber... Yep. Hier können wir uns drum zumindest dran trainieren. Hagelkörner, ja. Das Wetter spielt jetzt hier ein bisschen... Und nicht gerade in die Karten. Und gut. Oha! Da war es am Blacky geschehen. Ja, das braucht noch heftig Training. Das Blacky. Nächstes Pokémon, nur Handel. Du bist dran. Ein Klepti-Fuchs. So. Klauenwetzer. Was ist das? Was bringt das? Aha. Angriff von Wendel steigt. Naja, das war's jetzt nicht wirklich. Aber gut, mein Angriff steigt, was auch immer das bedeutet. So, und dann kann ich jetzt bestimmt besser angreifen. Krieg das effektiv? Nein, ich versuche mal Druck zu keep. Das war besser, das hat sich bisher besser bewährt. Okay, das heißt effektiv, das bedeutet effektiv hier bei dem Pokémon. Oh wei, Hagelkörner. Ah, ja. Hagel kann schon wehtun. So, es ist schon im gelben Bereich. Prügler. Attackier. 1, 2, 3. Das trifft dreimal. Biss. Wobei. Na komm. Ein bisschen kannst du noch mal rein, oder? Hätte durch. So, Ruckzuckhieb. Das noch mal. Zack, schon im roten Bereich. Sehr gut. Guten Schlag. Können wir es doch noch besiegen. So, hervorragend. Na komm. Es ist schon im roten Bereich. Hoch zu keep. Mach's alle. Sehr nice. Das gibt Erfahrungspunkte. Auch für Blacky. Ja, auch für Blacky. So, neues Level für Wander. Level 9 schon. So, Pokémon in der Nähe haben eine herumliegende Anabären stibitzt. Aha. Okay. Na dann mal weiter voran. Oh, was haben wir denn hier? Pokémon-Nester. In der Naturzone findet man viele Pokémon-Nester, aus denen eine Lichtsäule in den Himmel aufsteigt. Wenn du ein Nest untersuchst, kannst du entweder allein oder mit drei anderen Trainern gegen das Dynamax-Pokémon, das sich darin verbirgt, antreten. Okay, aus dem Pokémon-Nest steigt ein klein wenig Energie auf. Du hältst 50 Watt. Aha, Watt. Watt? Ja, das. Watt? Das halt. Nee, Watt? Ja, kleiner Wortwitz. Pokepuppe. So ein paar Tränke bräuchte ich. Trank. So, Wendel. Ja gut, ein Beleber. Verschwenden wir mal einen Beleber. Können wir uns auch mal gönnen.
So, Blackie wiederbeleben. Du musst trainiert werden. So, können wir jetzt unsere Evoli hier nutzen, oder? Unser Starter-Pokémon. Da war doch irgendwas. X ist maximieren. Verstehe nicht ganz. Das Pokémon-Nest ist leer. Okay, da müssen wir wahrscheinlich zu einem mit einem roten Strahl drin, damit wir kämpfen können. Ein Skoppel! Ach, das Skoppel hat sich in die Generation mit reingeschlichen. Ist mit dazugekommen. Level 8, ja, das können wir auch besiegen. Können wir kämpfen. Ja, ich bin kein Hater von dem Pokédex. Also, ich bin keiner von denen, sagt, von den Hashtag Bring Back National Dex. Ja, jetzt habe ich auch mal gesagt, aber ja, ich muss mal erwähnen, es ist, ja, es gab im Vorhinein in den Pokémon, bevor das Pokémon-Spiel released wurde, gab es sehr viel Hate gegen dieses Spiel, teilweise wirklich unbegründet. Na gut, die, es gibt manche wirklich schon manche Stellen, also wie die Leute hier auftauchen, die NPCs hier im Hintergrund auftauchen. Ich sehe es ja ein. Also es gibt manche Sachen. Ja, das geht auf jeden Fall besser. Ich weiß, ich sehe es auch ein. Ich verstehe einige Kritikpunkte, aber das Spiel komplett zu haten und zu sagen, das ist komplett scheiße und unspielbar. Deswegen, das halte ich für komplett über. Das halte ich für, ja, sehr überzogen und unbegründet. Das ist also, da habe ich kein Verständnis für. Das finde ich, das sehe ich nicht ein. Das ist wirklich nichts. Das sehe ich wirklich nicht. So, Blackie wird doch schon besiegt. Unser schwächstes Pokémon, das ist immer als erstes weg. Ja, Hagel hat es dann besiegt. So, Hagelkörner. So ein paar Erfahrungspunkte. Lady kriegt trotzdem Erfahrungspunkte. Ne, plus 0. Oh, kriegt keine Erfahrungspunkte. Das ist schlecht. Level plus für Modi. Blackie muss trainiert werden. Doppelkick. Sie muss am Leben bleiben. So, Heuler kannst du vergessen. Und schupp. Modi hat Heuler vergessen und Doppelkick erlernt. So, weiter voran. Ja, wollen wir jetzt wieder Leber verschwenden? Wir müssen Blackie mal am Leben halten. Dürfen ihn nicht immer wieder verlieren. Beleber, Blackie. Muss bald wieder neue kaufen. Ich will nicht so viele Beleber kaufen müssen. Und so viele Tränke. Für mein Geld für Klamotten ausgeben hier im Spiel. Für neue Looks. So schaut's aus. Na, was haben wir denn hier? Ein neues Pokémon. Ein Gelantini. Ich glaube, fünfte Generation, wenn mich alles täuscht. Wenn mich nicht komplett alles täuscht. Es ist fünfte Generation. Level 5 gegen Level 10. Ja gut. Man kann es versuchen. Dann müssen wir rechtzeitig austauschen. Damit es auch mal ein paar KP kriegt. Ace Haut von Gelantini wirkt. Wieder geheilt. Na komm, ein bisschen Schaden kriegst du doch. Verhöhner. Aha. Fällt auf Verhöhner herein. Aha, so eine Attacke. Also, Eishaut hältst du wieder. Ach, das ist doch blöd. Von Hagelkörner getroffen. So, jetzt muss ich dich mal austauschen. Sinnvoller, wenn wir hier mit. Nein. Mit Mordi kämpfen. So, los, Mordi. Ja, Stauner. Na komm, du hältst das doch durch, Hoplo. Die haben wir lange nicht mehr gekämpft.
Space-Pokémon, da dürfte es doch mit Feuer was bringen, oder? Gut, na komm, schmelze es. Ja, sehr gut. Und Herzner. Ja, Herzner bringt ja nicht viel. So ein paar Erfahrungspunkte auch für Blacky holen. So muss das sein. Eishaut. Ja, so weit kannst du dich nicht heilen mit der Attacke. Also mit der Fähigkeit. Das ist keine Attacke. Eine Fähigkeit. So, geh, schmolzen. Wir hätten es auch fangen können, aber... Ja, nee. Wollen wir nicht im Team haben, müssen wir nicht fangen. Renel Level 10. Becky Level 8. Sehr gut. Becky erlernt Clownwetzer. Ja, bringt nichts. Aber das Level ist schon mal nice. Eine Notiz. Wie viele Notizen sind denn hier in der Naturzone rum? Fliegen denn hier rum? Ist doch nicht nötig. In der Naturzone kannst du über den rechten Stick die Kamera bewegen. Drückst du den rechten Stick, kannst du das Blickfeld erweitern. Drückst du die L-Taste, schaust du geradeaus. Aha, verstehe. Können wir uns von vorne sehen, können wir so steuern.